Herzlich willkommen zu The Legend of Zelda Ocarina of Time Master Quest in der Sam Kamikaze Challenge mit Sam Kamikaze ist natürlich meine Wenigkeit. So, in diesem Part geben wir den zwei Hexen so dermaßen auf ihre Speckfalten, dass es nicht mehr feierlich ist. Mal kurz. Ich würde mein Bild wieder heller machen. Ja. Denn so sehe ich das ein bisschen besser. Weil der Geistertempel ist schon ein bisschen düster. Ein düsterer Ort, sagen wir es mal so. Ah, look, that stupid kid. Dingsbums. Da ist die Feuerhexe. Läuft bei dir, ich merke schon, mich mein. With my flame and burnish the bone. Ja, geht schon auf, ne? Sind das weiße Zähne? Sind das zwei von den Zähnen von der alten? Du hast einen gekonnten Darmbart, mein Fräulein. So, jetzt muss ich gucken. Die drehen jetzt ihre Bahn. Ja, Treffer. Wer der Trick an der Sache ist, du darfst nicht anvisieren. Und Witz, du darfst die nicht anvisieren. Du musst sie immer so versuchen, so zu treffen. Alter, wo ich das erste Mal Ocarina of Time gespielt habe, ich habe die nur anvisiert. Alter, ich saß so lange bei den Gegnern. Yes, stimmt, das war's schon, oder? Jetzt tun die sich verschmelzen. Ich weiß, dass ich ein hübscher Boy bin, aber... Feuer? Okay, jetzt habe ich Feuer drin. Ich muss drei Attacken von der absorbieren, natürlich drei von den gleichen. Und jetzt drei. Und wieder rüber. Ich mach das jetzt mal. Ich bin mal nicht risky unterwegs. Ich mach das mal alles auf Nummer sicher. Okay, jetzt Eis. Jetzt muss ich wieder drei Eisattacken absorbieren. Okay, 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 okay. Perfekt. Hier kriegst du. So, was haben wir hier im Angebot? Feuer, okay. Wir absorbieren Feuer, okay. Ich muss aufpassen. Denn falls ich Schlüppe Eis einsammle, Schlüppe, da haut es mich weg und zieht mir Herzen. Und das wäre für mich, wenn ich nur drei Herzen habe, Schlüppe Instant Kill. Alter, sneaky. Stirb doch mal, du alle Hexe. Okay. Du willst es auf die harte Tour. Okay, Baby, du kriegst es auf die harte Tour. Deine Speckfalten. Rar. Ist es noch da? Nee, gut. Fuck, 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 fuck. Ooh.
Die Alte macht ernst, du halt die Fresse. Du bist ganz schön hart drauf, mein Fräulein. Du bist ganz schön hart drauf. Ha 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 ha. Ha ha. Ich muss sagen, ich hab die bis jetzt nur... Rein theoretisch wollte ich die ja üben, aber... Kannst du auch mal Feuer machen oder so? Nur ein kleiner Tipp. Feuer? Feuer wäre geil. Ich hab den Bosskampf habe ich jetzt eigentlich so aktiv gar nicht geübt, weil... Ihr seht ja warum. So schwer ist die nicht. Hier kriegst du es! Mit einem eingesprungenen Schwerthieb habst du vernichtet. Oh mein Gott, die haben ja Beine. Was ist dies? Was ist so weit eigentlich? Was ist über deinen Kopf? Du hast ja auch was über deinen Kopf. Boah, ist das lästig. Wir kommen zurück und jagen dich. Da drüben ist das jetzt. Was ich aber nicht will, ich möchte jetzt gleich weiter. Bäm, bäm. Wenn das mal nicht sneaky war. Das Problem an der Sache ist, zu den Weißen hat man rein theoretisch irgendwie einen Bezug. Bei der Waldtempel war es ja, war das Sahir? Wie ist die? Die mit den Krödern, ich weiß es nicht mehr. Die lebt bei dem Dorf, wo man quasi aufgewachsen ist. Und man ist nur, die ist ja doch Freund, die schenkt mir was, die schenkt dir ein bisschen Liebe. Ihr wisst doch, wie es läuft. Zu dem Feuertempel hat man diesen komischen Häuptling, wo wir dein Blutsbrüder sind quasi. Beim Wassertempel sitzt, ist es dann hier die Prinzessin Rudo, wo man auch hilft. Quasi beim Geisttempel ist es die Imba, die uns die Hymne, also die Melodie der Zelda gibt, also Zeldas Wiegenlied. Und hier, wie gesagt, du hast irgendwie einen Bezug zu der Person von den Weisen. Aber hier, da fehlt mir irgendwie der Bezug dazu. Okay, man geht da halt hin. Das ist halt der Häuptling der Gerudo-Dingsbums. Nicht Gerudo, ich Trottel. Von den Kanondorfs. Von den Kanon-Dingsbums. Und will Kanondorf stürzen und pipapo, aber... Irgendwie, da fehlt mir irgendwie... Wie fehlt denn der Zusammenhang? Warum? Ich verstehe es nicht. Das ist ziemlich zu hoch. Ah, wie ich mir das auswendig gelernt habe. Yummy.
So, ich hätte jetzt die Möglichkeit in von den Kanons. Oh mein Gott, Sheik, du wartest auf mich. Wenn du ein Mädchen bist, freue ich mich, wenn du ein Junge bist. So, jetzt kommt zum Showdown. Kanondorf, the King of the Evil. Okay, ich muss jetzt hören. Legendary Treffer und bla bla bla. Krieg ich jetzt eine Geschichtsstunde? Yep, ich krieg eine Geschichtsstunde. Nice, gefällt mir. Muss ich drücken? Nee, geil. Ich liebe solche Geschichten. Wo man es selber drücken muss. Ah, die liebe ich. Die könnte ich stundenlang anhören. Haben wir vorbeirauschen lassen. Ja, ich kann leider dazu nicht sagen, ich spreche leider zu wenig Englisch. Aber ich weiß ungefähr die Story. Hey, das ist nicht erst der zweite Part. Wie lang machen? 7 Jahre ist das her. Kanondorf hat das Treffers der Power. Doch Kraft. Das ist doch nie. Der Courage. Oh mein Gott. Es war so gerade dramatisch, dass mir gerade was runtergefallen ist. So. Ich glaube. Oh mein Gott. Oh mein Gott, du bist so wunderschön. Durch das ganze Verstecken hast du noch keine Sonne gesehen, oder? Du bist ganz schön blass. Ich glaube, ich hätte das dramatischer gefunden, wenn die, die ich das komplette Triforce eingeblendet haben, hätten mit den... wo das Stück, was denjenigen gehört, hervorgehoben ist, sondern nur das Dreieck. Das hätte ich glaube ein bisschen besser gefunden. Die hat echt einen guten Wurf drauf. Respekt. Das heißt Mädchen. Ich liebe ja reden. Es gibt nichts Schöneres.
Ach, Zelda, du bist schon eine Drahthüte. Na, Baby, schau mir dir ein kleines... Soll ich den richtig feuchten Schmutzer geben? Na, komm doch mal rüber. Ist er jetzt alt genug? Und wenn du Bedenken hast, wenn wir in der Kirche sind, ich zeig dir das wahre Leben. Meine Fresse. Oh mein Gott, ich krieg Lichtpfeile, ich werd irre. The Arrow of the Light. Mit diesem Pfeil werde ich Ganondorf besiegen. Der Clean Crack Bitch. Light Arrow. Okay, was geht? Oh? Hm, du bist so kostbar wie ein Kristall. Du hast schon ganz schön Gesichtsausdruck, Mensch. Zelda hat noch gar nicht sein Langschwert rausgeholt. Oh, ich musste mir das gerade lustig gestalten hier. Ey. Nöö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 ö
Nee, Schatten und Geist. Ja, die mussten lila und... Kommt ihr zu mir, ihr Bastarde? Wollt ihr mich forschen? Jetzt schon so ein Kackvieh? Ein Eisenprinz? Euer Ernst? Fuck! Ich hab das total vergessen. Oh nein. Das ist so dumm. Ich hab das ja total vergessen. Dass der mich ranzieht. Alter. Ich bin so ein Behindi. Oh, leckt mir doch die Füße. Okay, im nächsten Part geht's dann. Oh nein. Ohne Spaß, ey. Ich bin so ein Kloppi. Ah ja, egal. Das war... Alter, scheiße. Na egal. Im nächsten Part sehen wir uns dann weiter, was dann abgeht. Navi ist kacke, hau ab. Nächstes Mal sehen wir uns dann weiter. Im Schloss. Mal gucken, was dort abgeht. Und ich werde einfach mal sagen, das war letztes Mal selber Korean auf der Masterquest in der Samkamikaze Dänisch mit Samkamikaze natürlich meiner Wenigkeit. Und ja. Schönen Tag noch.